Hallo, in dem Video heute möchte ich euch zeigen, wie man so eine Schalterdose hier in die Wand einbauen kann. Und zwar benötigt ihr dazu die Schalterdose, dann etwas Elektrikergips, den ich noch anrühren muss. Dazu benötigen wir noch einen Meißel und auch einen Hammer. Um jetzt die Schalterdose selber zu bohren, habe ich mir für meine Bohrmaschine hier so einen Bohrkronenaufsatz gekauft. Der hat natürlich den gleichen Durchmesser wie auch die Schalterdose. Das heißt, wenn ihr sowas machen wollt, müsst ihr da schon passig darauf abstimmen. Ja, nun kommen wir zum eigentlichen Bohren für die Schalterdose. Ich habe mir das, wie man hier sehen kann, auf der Linie schon angezeichnet. Hier soll die Schalterdose hin und ich werde jetzt mit der Bohrkrone das Loch dafür bohren. Ja, jetzt habe ich das Loch gebohrt, das ist tief genug. Hier drin bleibt jetzt noch etwas stecken. Das haue ich aber ganz einfach raus. Dafür nehme ich meinen Hammer und Meißel. Und dann kommt das schon ausgefallen. Ich werde das jetzt noch ein bisschen vorbereiten und dann kommen wir zum nächsten Arbeitsschritt. Ja, ich habe jetzt hier beide Seiten noch ein bisschen ausgehauen mit dem Meißel. Bevor wir jetzt die Dose eingipsen, passen wir die erstmal an, schauen halt auch, ob wir sie so ein bisschen bewegen können, ob Spiel drin ist, weil die Dose soll nachher auch bündig hier abschließen und vor allem auch gerade drin sein, damit wir auch die Steckdose nachher gut einbauen können, gerade einbauen können. Besonders wichtig ist, dass man so eine Schalterdose gerade einbaut, wenn man eine Mehrfachsteckdose machen will, zum Beispiel mit 2, 3 oder von mir aus auch 5 Schaltern, dann müsst ihr halt extrem darauf achten und mit der Wasserwaage nachher auch die Schalterdosen vorm Eingipsen richtig ausrichten, dass das also auch dann gerade wird, weil auf eine 5er Steckdose, wenn ihr das nach Augenmaß macht, habt ihr nachher vielleicht 3-4 cm Unterschied von Anfang bis Ende. Und das sieht man mit dem bloßen Auge schon und das sieht dann nicht schön aus. Ja, ich habe hier genug Spiel, kann meine Schalterdose bewegen und werde sie jetzt nun eingipsen. Bevor wir zum Gipsen kommen, habe ich ganz vergessen zu sagen, sollten wir allerdings erstmal die Dose hier noch öffnen, weil hier will ich nachher mein Kabel durchstecken. Das heißt, in dem Bereich mache ich die Schalterdose jetzt auf. Breche hier diese Teilchen raus. So, jetzt ist es weg. Und hier führe ich nachher dann mein Kabel ein für die Steckdose zum Verdrahten. Das heißt, die wird hier reinkommen. Wenn die Schalterdose dann fest ist, werde ich hier das unten noch öffnen und dann dadurch mein Kabel durchführen. Jetzt kommen wir zum Eingipsen der Dose. Ja, ich habe mir den Elektrikergips jetzt angerührt. Jetzt mache ich hier das mit einer Sprühflasche feucht, damit der Gips auch schön haften kann an meinem Mauerwerk. Und nun werde ich die Schalterdose eingipsen, erstmal grob festmachen. Dazu nehme ich einfach die Dose, schmiere mir hier so ein bisschen Gips drauf und drücke sie jetzt erstmal rein. Schaue jetzt auch mit der Wasserwaage, ob das Ganze dann auch gerade wird. Wenn das der Fall ist, lasse ich die Dose so. Jetzt muss ich noch gucken, dass sie natürlich auch hier bündig mit der Wand richtig abschließt, dass sie nicht zu weit übersteht oder zu weit drin ist. Da solltet ihr also auch drauf achten, das ist ganz wichtig. Und ja, wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr jetzt eigentlich nur noch warten, bis der Gips ein bisschen trocknet. Und dann seid ihr eigentlich soweit auch schon fertig. Wir warten jetzt mal ab, bis es trocknet und dann zeige ich euch, wie es aussieht. Ja, die Schalterdose ist jetzt schon grob verputzt. Ich mache hier schon jetzt Platz für das Kabel.
Mach mir also mit einem Hammer und einem kleineren Meißel einen Kabelkanal. Das kann man also auch machen, wenn man die Schalterdose vorher schon eingegipst hat. Ihr müsst halt nur ein bisschen vorsichtig sein, dass er das mit dem Meißel hier nicht kaputt haut. Aber das klappt auch so wunderbar. Ich mache das jetzt weiter und dann zeige ich euch gleich, wie es aussieht. Ja, wie ihr sehen könnt, ist die Steckdose jetzt fertig eingeputzt. Das Kabel für die Steckdose, die Kabel habe ich auch dran. Das heißt, ich kann jetzt die Steckdose anschließen. Und ja, so einfach lässt sich eine Schalterdose einputzen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich darüber freuen, wenn ihr ihm einen Daumen hoch gebt. Ansonsten könnt ihr mich auch gerne abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin!